Ja, willkommen zurück nach der Kampagne, also nach dem zum Let's Play von Drinks and Titans, die Kampagne. Ja, ich habe lange nicht mehr gemacht. Ich hatte auch einfach jetzt im Moment keinen los. Aber heute machen wir mal weiter. Und ich werde auch heute versuchen, das Let's Play dann zu beenden, dass ich das fertig habe. Und ich habe mir überlegt, ich habe mir letztens also mir ein paar alte Spiele rausgekramt. Da hatte ich dann zum Beispiel hatte ich da Winnie Werkel sowas. Es ging leider nicht mehr auf meinem PC. Und dann habe ich hier Theme Park World, also so ein Freizeitpark, also mal so ein Freizeitpark baut. Und ja, vielleicht werde ich das mal so testen, wenn ich hier noch fertig bin nach Drinks and Titans. Vielleicht mal so ein Testvideo machen oder so und mal gucken, wer das, ob man das sehen möchte. Und ja, könnt ihr schreien, ob ihr es vielleicht sehen wollt. Ich würde sowieso fast keine zu Party gucken. Aber auf jeden Fall egal, wir machen jetzt direkt weiter. Und es gibt auch einen neuen Drachen. Kam heute Morgen raus. Dieser hier, der Swiftwing. Habe ich schon gespielt. War jetzt nicht so toll, also ich war nicht so begeistert davon. Ist ein Nahkampf, sozusagen ein bisschen Nahkampf. Dann haben wir auch hier die neue Waffe. Hier seht ihr nochmal die Fähigkeiten. Ja. Aber ist jetzt nicht so wichtig, wir wollen ja die Kampagne spielen. Einen neuen Avatar gibt es auch, den kann ich euch auch mal zeigen, wenn ihr sehen möchtet. Der ist hier, Dale, das ist der neue Avatar. Können wir den benutzen? Können wir ja mal benutzen. Und ich nehme natürlich dann meinen Herzenstein. Ne, Funkenstab, Herzenstein, komme ich denn da? Ach, wie ist die andere Waffe? Ach, egal. Scheißegal, nicht so viel Blödsinn sammeln. Oder bin denn doch lieber. Ich finde dieses, der passt irgendwie nicht so, das, der passt hier mehr, dieses blaue. So, dann machen wir heute jetzt weiter. Puh, ich bin mal gespannt, wie der Endboss wird im Spiel. Ich hoffe, ich schaffe ihn auch. So. Die vierte Komponente, ja, toll übersetzt. Du hast schon erraten, dass ich es war, der die Komponenten versteckt hat. Meine Erfindung ist eine Waffe und sie wird jetzt gebraucht. Die letzte Komponente habe ich tief in den alten Katakomben versteckt. Okay. Fliege zum Friedhof. Gut, dann machen wir weiter. Ich kann mich echt an kaum nichts mehr erinnern, weil ich habe lange nicht mehr gespielt. Ich glaube, letztes Mal hatten wir im Kolosseum gekämpft oder so. Egal. Um zum Eingang der Katakomben zu gelangen, wirst du dich durch den Friedhof kämpfen müssen. Das wird nicht einfach. Ja, wir haben wieder so komische Geister. Ich verstehe nicht, warum die nicht durch die Wand können, aber gut. Ja, kommt mal her, ich kann gut leveln an euch. Und ich brauche auch mal meine Eiswelle langsam. Da ist sie. Tja, hier ist der Friedhof, da müssen wir rein. Ach komm, das bisschen war jetzt, das soll jetzt hier dick durchkämpfen. Das war ja fast gar nichts. Ups. Früher wurden hier Majestäten beerdigt. Ich kann mich nicht mehr erinnern, in welchen Grabmal ich den Komponenten versteckt habe. Schau einfach in allen nach. Ja, toll. Hier drin oder was? Ne. Wie gesagt, das Spiel ist jetzt blind, ne? Also ich weiß nichts mehr. Oh, da haben wir einen Totenkopf. Und da haben wir ein Gitter. Wir gehen erstmal oben lang. Ich lasse das Gitter sein. Ich lasse das Gitter sein. Und dann wissen wir, dass wir da noch nicht waren. Ja, kommt mal her. Ich möchte XP sammeln erstmal, bevor ich weitergehe. Ah, ist das wieder so ein... Das erinnert mich an die Türmen so aufgebaut mit... Boah, Mann, regen mich diese komischen Geister gerade auf. So, jetzt ist dieser Turm kaputt. Ah, ich habe mich verklickt. Scheiße. Ich hab die Fähigkeit hier. Ah, ich habe 4 gedrückt. Das ist natürlich scheiße. Gut, ich werde mal da drehen. Da geht's weiter, wo das Gitter ist. Da gehe ich erstmal hier unten nochmal lang. Ja, dann hier unten können wir erstmal aufräumen. Das gibt gut XP. Und die brauchen wir ja schließlich. Jetzt können wir durchs Tor gehen. Na, das hält natürlich wieder eine halbe Ewigkeit aus. Ich mal mein Mauspad richtig richten. So.
ist erstmal kaputt wird. So, was haben wir denn hier unten? Statuen und wieder ein Tor, dann gehe ich auch wieder hier rechts. Diesmal gehe ich rechts lang. Ich wette, das ist wieder so ein Dings, ja. Wie sollte es auch anders sein? Das können wir mal gleich vernichten. Und unsere Gesundheit erhöhen. So, gehen wir noch auf die andere Seite. Ja, da ist auch wieder sowas. Stirb. Ach komm, wir müssen hier erstmal durch. Dreh dich mal um. Und da bitte diese Eiswelle machen. Gut. So. Jetzt können wir das Gitter zerstören. Ja, das wird ein bisschen dauern, weil ich den Hauptangriff nicht hochgepackt habe. Mehr die Eiswelle und mehr Leben. Weil das ist einfach wichtiger ist. Ich will immer wieder, das ist knapp 3000. Das ist viel. So, komm, jetzt geht kaputt. Und jetzt haben wir wieder das gleiche, so ein... ja, tatsächlich. Schon wieder das gleiche. Na dann. Okay. Können wir schön leveln, aber... Wieso 1000 Mal ist das gleiche? Hm. So, dreh dich mal bitte nach da. Und ja, fliege mal alles schön in meine Eiswelle rein. Tja, jetzt können wir wieder warten. Zack, alles kaputt. Jetzt haben wir schon alle wichtigen Sachen hochgelevelt. Ist natürlich geil. Unser Angriff ist jetzt auch auf höchster Stufe. Trotzdem haben wir noch viel zu wenig Schaden. Oder die Tore haben einfach viel zu wenig Leben. Gehst du jetzt mal kaputt? Danke. Aber jetzt schon wieder das gleiche, da bin ich aber sauer. Ist so langweilig, alles nur das gleiche. Ne, hier haben wir einen Hort. Okay, gut. Oben. Oben spaltet sich der Weg. Unten auch. Unten auch, unten auch, unten auch. Boah, ist der Weg lang, ist der Weg lang. Unten auch, dann gehe ich erstmal, Alter, gehe ich hier oben erstmal lang. Ah, hier haben wir wieder diese komischen Geister drin. Oh, mit so Totenköpfen. Ja, dann töten wir mal diese Viecher da drin. Das können wir eigentlich nur noch leveln, einfach um mehr Leben und Mana zu haben. Obwohl Mana jetzt eh scheißegal, alles Hauptsache mehr Leben. Bitte dreh dich nach da, dann da kommen gleich Gegner. So. Alter, kommen wir eine Menge raus. Aber ich kann erst wieder... Jetzt kann ich. Zack, das war's. Du bist jetzt schon gleich auf der höchsten Stufe. Krass. Also wahrscheinlich braucht man das Level hier. Oder die Leute gehen... Also die Macher gehen davon aus, dass man nicht die Wege entlang geht. Warte mal, ich bleib mal ein Stückchen zurück. Und jetzt mache ich die Eiswelle. Ah, oh, das ist so nervig. Die Tore kosten einfach unnötig Zeit. Och nee, Mann, was ist das denn? Das ist doch vollkommen langweilig. Ich finde eh, dass ich so nach der Zeit eh nicht mehr so viel Mühe gegeben wurde mit dem Spiel, also mit der Kampagne. Finde ich schade. Ich möchte auch dieses Let's Play nicht abbrechen, also ich möchte es unbedingt beenden. Also Topico weiß ich nicht, also Topico werde ich vielleicht heute Morgen, aber da guckt das ja fast keiner. Und ja, wenn das eh fast keiner guckt, dann weiß ich auch nicht. Finde ich das halt schade. Ich warte jetzt noch ein bisschen und dann gucke ich einfach. Aber Star Wars wird natürlich weitergehen. Das werde ich jetzt auch zu Ende machen. Außer der Boss richtet mich so auf, dann will ich... Na gut, ich muss es, ich mach's zu Ende. Das ist doch nervig, das kostet alles nur Zeit. Oh, anscheinend haben wir es gefunden. Es sieht aus, als hätte ein Komponent in der Es sieht so aus, als sei die die Komponente in der letzten verbliebenen Kammer versteckt. Bring sie zu mir und ich werde dir das Geheimnis von der Hand der Titanen verraten. Ah, anscheinend hat ein bewachten Boss den. Oh, da haben wir auch überall in den Seiten diese Dinger. Jetzt sollten wir erstmal diese Seiten vernichten, damit wir in Ruhe kämpfen können. Ja, da hinten haben wir wahrscheinlich noch eins. Ich werde jetzt aber erstmal hier unten gucken.
Da ist nämlich noch eins. Gut, ja, Level bringt jetzt eh nichts, wir sind auf der höchsten Stufe. In der Mitte ist der Boss, da gehe ich jetzt noch nicht hin. Wenn er mich noch nicht sieht, ist das gut. Ich will erstmal seine ganzen Diener hier rumtöten. Dann haben wir nämlich, können wir nämlich in Ruhe den Boss töten. Komm, mach nochmal die Eiswelle. Gut. Das heißt, wir können jetzt in Ruhe diesen Boss töten. Ich fliege jetzt nochmal von vorne. Ich hoffe, der hat nicht so einen Geschwindigkeitsboost. Na, ich bleibe einfach auf Abstand. So, das war's. Oh, da kommt viel raus. Früher war ich ein bedeutender Mechanom. Oh man, jetzt kann ich das nicht lesen. Ich habe mein altes Leben hinter mir gelassen, um mich der Studie der Zeit zu widmen. Meine Erfindung erlaubt mir, für sehr kurze Zeit die Zukunft zu sehen. Ich sah einen Drachenlord, der die Fähigkeit von Astaroth herbeiruft. Okay. Na gut. Dann habe ich es geschafft. 11 Minuten. Ich weiß nicht, soll ich jetzt hier geparkt werden? Ich glaube, ich beende hier erstmal den Part, weil ich weiß das nicht, die Missionen sind ja relativ lange. Und ja, sehen wir uns im nächsten Part. Tschüss.